Hallo Herr Butler. Schönen Morgen, die Belgina? Ja, richtig, da steht er schon, ne? Ja, genau. Perfekt. Das ist nicht dein Ernst. Gut. Digga. Hätten wir das auch erledigt? Nee, ich sagte Dankeschön, dass Sie das bestellt haben, obwohl Sie da ja, glaube ich, nicht so begeistert von waren. Ne, ist schwierig, sowas wie loszuwerden, ne? Aber bin Ja, gespannt, das was sie daraus machen. Ne? bestellt. Ja, ich guck mal. Ich fahre nachher oder morgen mal zu Alice Customs dann und guck mal, was man da so Was noch bestellt sie draus dann? zaubern kann. Alles klar. Viel Spaß damit. Jo, cool, Dankeschön. Dann erstmal Jo, einen bis schönen später. Abend noch. Jo. Mensch, das Oh, ist ja sie da super, bist du komplett? Was ist denn mit. da Was hast. Was hast Das du ist das denn schönste gelacht? Auto der Stadt, ihr Ficker. Ich wollte das jetzt Hey, anmelden. Hans. Ja. Komm mit dem, wa? Hä? Wie teuer Da ist kannst das du ja endlich Auto? deine Tante mal mitnehmen. Ja, meine Tante kann ich damit mitnehmen. Hans, wie teuer war der? Darf ich ihm verraten, wie viel ich gezahlt habe? Sehr klar. 12.000. Ja, okay, dann ist der cool. Nein, für mehr hätte ich das auch nicht Was? gemacht. Hallo? Hallo? Was willst denn du, Rentner? Wir fahren, fuck you, wir fahren zu Alice Customs. Mit dem Rentnerauto hier. Ja. Okay. Obwohl, das macht gar keinen Sinn, wenn Danny da steht. Soll ich ihm sagen, dass du tunen möchtest? Ja. Ich muss aber erst zur Bank. Helen? Wie es mir geht, fragst du? Ja. Ich bin noch gar nicht Helen, ich bin Olga. So. Olga aus Paris, oder? Arbeitest du auf dem Bauernhof? Weil ich kenne eine andere Olga, die arbeitet auf dem Bauernhof neuerdings. Ah, die bin ich nicht. Okay, schade. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Könnt ihr mich mal kurz zur Kanzlei fahren? Ich habe gerade einen Termin, fällt mir ein. Ja, oder wird ich gerade erinnert? Frank telefoniert. Digga, nein, dann müssen wir jetzt dahin, alle. Ja und? Bitte? Na und? Ja, er steht da oben. Wir sollten uns an den Weg stellen und. Ja, dann lass los, aber nicht mit dem Ja. Auto. Da sind wir 300 Jahre unterwegs. Der fährt Er hat maximal doch 100, eins. ohne Witz. Ich habe es gerade versucht auszufahren. Direkt mit. Wir haben gerade was Spontanes reinbekommen. Hast du eine Waffe? Hi. Oh, das haben wir jetzt nicht gut überlegt. Ja, du altes Miststück. Ja. Weißt warum? du, wo die Mine ist? Ja. Ja. Ich sitze sogar neben dir, Frank. Sollen wir uns mal betatschen, so ein bisschen? Schatz? Ja. Holst du dir gerade Motorrad? Hallo? Ja, was wart ihr? Du wirst verfolgt, wo denn? Wer wird verfolgt? Levin wird verfolgt. Levin wird verfolgt. Wo bist du, Digga? Dein Standort drauf. Verfolgt ihr den Buffalo? Das ist Jan hinter ihm. Ach, das ist Jan hinter dir, Digga. Ja. Fuck, die sind schon Bullen. Ah, da sind schon zwei. Pass auf! Da kommt ja, da kommt, da Was sind denn? Zwei Bullenwagen und ein FRB-Wagen. Das können wir nicht Ja. machen. Wir werden das nicht überleben, Bruder. Ist das ein Müllding, Alter? Aber ich weiß nicht, wenn der unter 10k kostet, hole ich mir auch so einen. Naja, der kostet über 10k. Ja, dann hole ich mir den nicht. Und wenn der unter Kannst du 10k Wheelie? ging. Hä? Kannst du Wheelie? Nee, da fahre ich mich nur tot. Wer ist das denn jetzt? Konto oder so. Oh, der Otto. Mit seinem scheiß hässlichen Hut, Alter. Dass der den immer aufsetzt. Ich kenne keinen beklopptere Hutart als diese Hüte. Was war das jetzt? 2000, Fischerhut? Ne? Ja, genau. Was war das jetzt? 2000. Okay.
Was hat Taylor gerade gesagt? Roller hin? Der steht doch da unten. Nee, der ist irgendwie weg. Hat den jetzt einer geklaut? Ich hab den, ich schwöre auf Hans? Den da unten hingestellt. Hallo? Boah, das ist eine Ach, da, da ist er ja. Oh, der hat einen über den Haufen gefahren. Was ist los? Bist du? Was ist denn mit dir passiert? Geht's dir gut, Bruder? Hubschrauber, fickt euch! Level, Lenny? Alles in Ordnung. Was wollen die denn jetzt schon wieder? Das LSPD 54, was kann ich für sie tun? Jo, sag mal deinen Kollegen im Hubschrauber, ich flieg gleich auch mal mit dem Hubschrauber über euer Haus. Okay. Lärmbelästigung hier, wir haben es nach 10, hier ist Ruhezeit. Weiß einer zufällig, wem dieser Wagen da gehört? Welchen Wagen? Der vor dem Sheriff. Oh, jo, was geht? Hey, was geht bei dir? Kommst du nicht ins Bahamas? Doch, komm mal zum Stadtpark hier, bei den Taxis, hier ist mega Party. So, jetzt noch mal zu meiner Frage, wisst ihr, wem dieses Auto da gehört? Nee, also ich bin auch zu Fuß hier. Tim? Ja, Moment mal. Ja, gut, dann gehört's. Was ist denn überhaupt hier passiert? Wieso ist der an, oder was? Geil, den klauen wir, komm. Geil, das ist jetzt unser, komm. Nee, das ist meins, steig aus. Achso, okay, Entschuldigung. Aus hier, fick dich. Das ist wirklich seiner. Ist es seiner? Nee, geht's doch nicht, hä? Das ist nicht wirklich meins, ich sag jetzt einfach, dass das meins ist. Achso, Jürgen. Wem gehört dieses Auto, Bruder? Benson. Benson? Ach, scheiße. Ich glaube, das gehört Benson. Ja. Oh, Benson, das ist ein Wunsch. Kannst gegen Christen. Coolen Leute kommen eh kurz vor Schluss und reisen. Ja, nur ich stehe halt jetzt überall an jeder Ecke mit meinem Schlafanzug rum, so. Ich will aber da rein und nicht unbedingt am Stadtpark so knapp rumstehen. Ach, das sollen eure Schlafanzüge sein. Ja, nee, das ist ja, aber Frank und Can rennen doch so rum wie immer. Hä, was? Ich bin ja auch voll auf dem Schlafanzug unterwegs. Hä, ist doch ganz normal. Ja, dann lass mich hier jetzt einfach raus, ich stark. Dann niemals! Jetzt sagst du schon, läufst du rum. Ist ich bin dunkel, Junge, gar nicht die Laternen sind schon an. Ey, schreib mir mal eine SMS, ich sei froh, dass ich nicht das eigentliche Outfit anhabe. Hast du gehört, Helikopter? Ja, hab ich gehört. Ja, warte. Bis später, Jungs. Viel Scheppers. Ich hab mit kurz hatte ich gedacht, du willst was machen, Halt's Maul. Ich weiß schon genau, wieder. Was du dachtest. Halt deine Fresse. Alles gut. Ja. Schade, Alter. Was denn? Wässlich, ja. Du bist auch an so einer Welt. Macht euch sonst mal an der Straße da bemerkbar. Man kann das halt kacke Warte, sehen. Mach mal, geht. Mach mal meinen Strahler an. Da. Oben. Da. Ja, ja, ja. Ja, ach da, ja, ja. Was macht denn für Film? Siehst du meinen Strahler? Ja, du Alien, mach das Ding. Alter! Alter, weißt du, was ein Mörder war? Bis gleich. Level. Mutze von. Das sieht man dann öfter, oder? Naja, der war auch mal besser im Kämpfen. Hola, amigo, wir brauchen einen Arzt im Mirapark. Das kommt davon, wenn man mit Frank zusammenhängt. Sieh, so, genau, bei dem Teich, bei dem See, was auch immer. Was hast du gerade gesagt? Kannst du froh sein, dass ich keinen Schlaf habe? Ich hab's gerne geprügelt und ich abgehauen. Boah, mir geht's auch gerade nicht so gerade. Pferdemaske. Sag Pferdemaske. Was war das eigentlich gestern? Weißt du, da ist ein Typ in Pferdemaske gekommen und hat auf einen von uns eingeschlagen und ist abgehauen. Der Pferdemaskenmörder, Digga, der macht die Runde. Ich schwöre, lass von dem richtig erzählen. Ja, kommen Sie? Irgendwann schieben wir News auf den. Sollen wir FIB anrufen, okay, dass sie hier hinkommen und ermitteln wegen dem Pferdemaskenmann? Der Pferdemaske. FIB oder was? Ja. Eigentlich wäre das gar nicht so ungeil. Wollen wir denen erzählen, dass der jetzt schon zum zweiten Mal gestern auf dem Berg oben, ich ruf die Bahn, dass er immer in einer Pferdemaske kommt und jemanden K.O. schlägt? Sollen wir das dem PD unterschieben? Weil die mögen uns ja eh alle nicht, oder? Oklahoma. Oder euch nicht. Ja, genau, da wären irgendwie Leute mit Pferdemasken angerannt, hätten Oklahoma geschrien, hätten einfach irgendwie zusammengeschlagen. Nee, die haben das gewirrt. Oh, Oklahoma! So, eine wichtige Sache habe ich noch. Wer mir am meisten auf den Sack geht, ist Rachel. Die ist irgendwie erst, das? Macht die mir da schöne Augen, kommt hier hin, erzählt mir was von wegen Hans, lass uns heiraten, Kinder, dies, das. Und dann verpisst sie sich einfach und ich sitze hier mit Broken Heart und so. Was soll die Scheiße? Ja.
Na, Digga, keine Ahnung, Mann. Auch wenn ihr korrekt seid, sagt ihr dem nicht, dass ich Stone bin. Apropos bekifft, was ist mit unseren Joints? Hey, haben wir doch schon lange. Er wird einfach immer bei allen. Ja, was? Alter, fickt euch, ich krieg doch 10. Ja, Travis. Wollte ich mich eigentlich komplett verarschen? Ich schwöre, Travis hat alle in seinem Raum. Doch, ich war mit Travis dabei. Doch, doch, wir haben ja, was sollen wir denn sonst machen? Soll ich das alles nehmen in Zukunft oder wie? Die hatten Westen an und so, habe ich genau gesehen, weil die Tussi hatte vorher noch nie eine Weste an. Plötzlich hat sie Weste an. Dann kommt einer zu mir und sagt so und so und so und bab, 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 bab. Hast du dann so und so und so gesagt, als er so und so und so gesagt hat? Ja, meinte ich so und so und so. Oh. Schlauch zum Stand oder so. Zieh doch eine Maske auf. Die soll dich wegschmeißen. Warum liegt ja nicht Strom? Neue. Hast du jetzt Geld? Dann kauf den. Ist doch. 2,7 haben oder nicht haben. Liebe. Dieses Tagebuch. Heute war ein schöner Tag. Heute haben ich eine ja, Menge Spaß gehabt. Wie viel Bullen haben wir jetzt an den Jungen geschossen? Zwei. Spät aus, wo war der dritte? Er ist runtergelaufen zum Wasser. Kannst du bitte ruhig sein, wenn ich schreibe, Hans? Meine Freunde sind schon. Leider konnte ich Travis noch nicht überreden, mit mir zu schlafen. Hier ist ein Schweine, das ist so krasse Dullis, Mann. Ey, was ist mit Heli los? Ja, Hans schlägt hier um sich. Ja, am Arschwund. Digga, ich wollte dich gerade töten. Ja, mach mal. Tag. Sonntag. Frank. 11. November. Die beiden Dullis schreiben Tagebuch. Welche? Ja, du hast es mir gerade aus der Hand geschlagen. Ja. John, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum gewinnt sie immer? Ich will doch auch mal auf deinen Arm. Weil das bei ihr zuckersüß ist und bei dir sich anhört, als ob du geistig behindert bist und... Mich geschlagen und mein Hey Travis. Hey Travis. Ja, was? Was schreibst du da auf? Der Dulli schreibt sein Tagebuch.